Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute noch einmal so, dass ihr mich nicht vor der Kamera seht, sondern ich einfach nur direkt in mein Mikrofon spreche. Sorry, aber ich habe gerade echt ein bisschen viel zu tun und fühle mich einfach nicht so, als dass ich mich jetzt für Mortal Kombat unbedingt vor die Kamera stellen möchte. Noch dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe zu den Filmen nicht sonderlich viel zu sagen. Aber bevor wir damit anfangen, spiel das Intro! Test your might. Ganz ehrlich, als ob eine Mortal Kombat Review ohne diesen Titelsong anfangen würde. Duh. HBO Max sei Dank ist es anscheinend doch noch möglich, neue Kinofilme jetzt direkt von zu Hause aus zu gucken. Und das jüngste Streaming-Ereignis ist der neue Mortal Kombat-Film. Diesmal ein Reboot, in dem erneut versucht wird, das Beat'em-Up-Game auf, naja, zumindest die Heimkinoleinwand ordentlich zu projizieren. Different cultures all over the world reference a great tournament. Jupp, es gab bereits zwei Filme in den 90ern, die ich auch beide gesehen habe und die ich mir auch beide nochmal angeguckt habe, bevor ich mir jetzt den neuen Mortal Kombat reingezogen habe, mit denen ich nach wie vor sehr, sehr viel Spaß habe. It has begun! Es gibt Leute, die bezeichnen den ersten Mortal Kombat Film immer noch als die beste Videospielverfilmung aller Zeiten, was ich für ganz, ganz großen Blödsinn halte. Beide Filme sind ziemlich schlecht, ziemlich trashig und derbe unterhaltsam. Versteht mich wirklich nicht falsch, besonders der zweite Teil ist einer meiner absolut größten Guilty Pleasure Filme und als ich die Filme jetzt nochmal geguckt habe, habe ich gemerkt, wie sehr ich die Filme wirklich mag, obwohl sie so wie der erste durchschnittlich und der zweite absolut grauenhaft sind. This is the beginning of the end. Aber egal, um die soll es ja jetzt nicht gehen, sondern um den neuen Film. Und an der Stelle muss ich schon sagen, ich habe zu Mortal Kombat von 2021 nicht sonderlich viel zu sagen. Es ist, was es ist. Es ist ein Mortal Kombat Film. Es gibt ziemlich viel auf die Schnauze. Die Handlung ist dumm wie Stulle. Und wenn der Film nach 2 Stunden vorbei ist, sagt man sich, ja, das war ein Mortal Kombat Film. Tatsächlich fand ich, dass dieser Film erstaunlich viele Parallelen zu den alten Filmen aus den 90ern hatte. Die Handlung kommt unglaublich platt daher und ist in genauso platten Exposition-Dialogen verpackt. Und diese Exposition-Dialoge dienen eigentlich nur als Lücken- oder Szenenfüller, damit man möglichst schnell zur nächsten Action-Szene kommt. Was ehrlich gesagt für einen Mortal Kombat-Film auch völlig in Ordnung ist. Ich glaube nicht, dass irgendwer, der sich diesen Film anschaut, irgendwas anderes erwartet. Aber was sind Sonya Blades tiefgehende Charaktermotivation? Was erwartet sie sich vom Leben? Und was sind ihre Wünsche und Träume? Ja, für sowas ist in diesem Film kein Platz. Die SchauspielerInnen machen in dem Fall das Beste draus. Besonders herausstechend tut ihr Josh Lawson als Kano, der sehr, sehr viel Spaß an dieser Rolle hat. Schade bloß, dass ich Kano unfassbar nervig fand. Ist er am Anfang noch recht unterhaltsam, wird seine Art von Reference-Humor dann doch sehr, sehr schnell alt in diesem Film. Haha, ich sage etwas, das eine Referenz auf einen anderen Film oder eine andere Serie beinhaltet. Haha, ist das nicht lustig? Das war seit Deadpool nicht mehr lustig, danke. Und erwähnenswert ist definitiv auch noch Joe Taslim, den die meisten wahrscheinlich aus dem absoluten Action-Oberburner-Kracher-fucking-geilen-Film The Raid kennen. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, was habt ihr mit eurem Leben gemacht? Der gibt einen ziemlich guten Sub-Zero ab, das muss man definitiv so sagen. Sub-Zero. Sonst sind viele andere bekannte Mortal Kombat Figuren natürlich mit dabei, die ich jetzt an dieser Stelle nicht alle aufzählen werde, weil ich mich da viel zu wenig auskenne. Ich bin wirklich überhaupt gar kein Zocker. Und auch wenn ich sage, dass mir die Handlung bei so einem Film wie Mortal Kombat echt nicht sonderlich wichtig ist, und das sage ich auch immer wieder, generell kommt es mir bei Filmen nicht darauf an, wie neuartig die Handlung jetzt erzählt wird, weil Charaktere sind mir da immer viel wichtiger. Bestes Beispiel Star Wars. Ist jetzt keine Handlung, die man noch nie gesehen hat, ist eine typische Märchengeschichte, aber die Charakter sind cool und deswegen mag man den Film. Und wenn man bei den Charakteren alles richtig macht, dann hat ein Film schon viel gewonnen. Bei Mortal Kombat ist das ein bisschen schwierig. Die Hauptfiguren gehen an sich total in Ordnung. Wenn es jedoch darum geht, irgendwie neue Figuren einzuführen, Nebenfiguren einzuführen, die ganz offensichtlich nur Kanonenfutter sind oder irgendwelche Handlungen innen von dem Bösen, ja, dann ist der Film sehr, sehr holprig. Ich glaube, jeder ZuschauerIn, die nicht schon mal Mortal Kombat gespielt hat, wird der Film da ziemlich random vorkommen. Hey du, der Henchman Nummer 35, du kämpfst jetzt bitte gegen Cole Young. Okay. Das, warum er dann schließlich aber da ist, nämlich die Action-Szene, geht dann voll in Ordnung, es gibt ordentlich aufs Maul, es ist auch gut brutal. Leider sind alle netten Gore- und Splatter-Szenen nur in CGI anzusehen, was mir ein bisschen sauer aufstößt, weil ich mir jedes Mal vorstelle, wow,
Würde ich jetzt mit einem praktischen Effekt sehen, wie so ein Kopf zerplatzt, würde mich das viel, viel glücklicher machen und an dieser Stelle weiß ich nicht, was das über mich aussagt. Ansonsten sieht man dem Film sein recht geringes Budget dann leider doch an. Sets sehen oft aus wie Sets und wenn wir dann schließlich das große, dunkle Reich des Oberbösewichts in diesem Film sehen, dann hat mich das sehr an die alten Mortal Kombat Filme erinnert. Recht enttäuscht war ich ganz ehrlich auch vom Soundtrack, muss ich sagen, wo man in den ersten beiden Mortal Kombat Filmen noch immer einen ordentlichen Techno-Sound hat, der einem richtig schön um die Ohren fliegt, hat man in diesem Film halt das ganz typische Junkie XL-Gedresche, was aber nicht mal wirklich eingängige Melodien oder so hervorbringt und das Mortal Kombat-Thema selber taucht dann auch in so einer orchestralen Version auf, also wenn ich einen Mortal Kombat Film sehen will, dann doch wenigstens auch mit dem Titelsong. Alles in allem war das Ding recht durchschnittlich, finde ich. Mortal Kombat Fans kommen definitiv auf ihre Kosten. Ich glaube, jeder, der großer Mortal Kombat Fan ist und der die Spiele sehr, sehr gerne zockt, wird mit dem Film definitiv einen sehr, sehr großen Spaß haben. Ich gebe dem ganzen Ding 5 von 10 Punkten und muss aber auch sagen, ich glaube, ich gucke mir lieber nochmal die alten Teile an. Die sind zwar trashiger, aber ich fand sie dann alles in allem doch deutlich unterhaltsamer und charismatischer. Habt ihr den neuen Mortal Kombat Film gesehen, dann schreibt es mir doch mal bitte unten in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Fatality.